Hallo zusammen und willkommen zum Weihnachtsrush. 112 da, 86 da, das sieht gut aus. Die haben ja richtig gelitten. 4 Punkte an mir, 8 Punkte an mir. Oh, ich wurde noch nicht einmal besiegt, einmal 4, einmal 8. Ja, aber die haben richtig, die leiden richtig an unserer Def. Ist interessant. Wir haben schon einen Rekordhochstand, was was Kriegspunkte angeht. Und jo. So. Wollen wir erstmal was richtig Schweres rausnehmen? So. Ludwig. Ludwig. Okay, wir wollen Schaden mitnehmen, aber auch Verhinderung. Okay. Zack. Zack. Und dazu sie und nochmal Sabotage. Wo ist denn die gute Gretel? Zack. So, maximaler Schaden. So, los geht's. Rein da. Ah, ich hätte anstatt Domitia noch einen weiteren Panther mitnehmen können. Okay. Oje, bitte nicht. Das ist gut. Das rettet uns vielleicht den Arsch. So. Dann machen wir erstmal den. Den, dann die alle. Ja, okay. Dann machen wir das jetzt so. Holen wir uns Lila komplett nochmal ran und dann haben wir den ersten, dann haben wir den Pit geschafft. So. Boom. Nummer 1. So, einen Top-Helden mit der Herrin weggespielt. So, nächster Gegner. Wieder kein Wiederbeleber. Warum denn nicht? Zack, zack, zack. Und dazu Friederhammer zum Entfernen. Nehmen wir noch was zum Entfernen oder was zum. Das ist ein Saboteur für das Team, definitiv. Und dann brauchen wir jetzt noch einen guten Heiler. Muss der Heiler was Spezielles können? Warte, wir haben dort ein paar Minions. Haben wir Fiends? Ja. Dann ist es relativ easy erklärt, wen wir mitnehmen. Wenn man sie schon hat, dann soll man sie auch einsetzen. So, 30, 11. Reicht ja in dem Modus. Haben wir mehr Angriffsschaden dabei. So, ich sehe. Grün. Wie spielen wir es am schlauesten? Machen so. Grün. Das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt müssen wir auf jeden Fall umbringen. So, zack. Dann. Zack. Ich will den Tod sehen. Ich will den Tod sehen. Der ist der Schlimmste. Ja. Und die tun mir eigentlich nichts mehr. Vielleicht kriegen wir direkt nochmal blau. Wir kriegen nochmal grün.
Da können wir nochmal draufhauen. Jetzt kriegen wir nochmal blau. Und dann sollte es reichen eigentlich. So. Zack, 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 zack. Ja, reicht für den Destroyer. Der nächste Patient, bitte. Das ist interessant. Und der ist wahrscheinlich auch schwer und deswegen machen wir den einfach mal. Wir nehmen mit Mickey. Was nehmen wir schadenstechnisch mit? Oder wie machen wir das? Wir nehmen Waddles mit. Und dann bauen wir schadenstechnisch. Puh. Zack. Zack. Und wo ist der gute Sturmfang? Ach, ich hatte doch noch einen mit Limit Break. Da ist er. So. Der kriegt die 11. Du kriegst die 30. Da gehen wir rein. Kriegen wir irgendwas von den wichtigen Sachen direkt zusammen? Das ist die Frage. Blau oder lila? So, zack, zack. Linke Seite nehmen wir Hops. Jetzt bauen wir uns noch mal blau, weil wir es gerade können. Machen wir einmal lila. Drücken mal drauf. Und jetzt holen wir uns mal das Blau und das Rot ran. Keiner kann auslösen. Sollte so ziemlich gewonnen sein. Wir machen es so. Zack. Zack. Und die linke Seite. Drück mal Mickey nochmal drauf, sollten die aufhören, aber die hören ja nicht auf. Zack. Zack, 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 zack. Alles drauf, weg ist er. Oder weg ist sie, Lagerta. Da war Nummer 3. Der nächste Patient, bitte. So. Haben wir für hier noch was? Also wir haben einen Fatz. Dann können wir... Damage sollten wir genug haben. So, wir nehmen mit. Wir nehmen, auch wenn sie noch nicht komplett voll ist, nehmen sie mit. Nehmen ihn mit. Und nehmen ihn mit. Und dazu packen wir uns einen Fatz. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, wir müssen das minimal umstellen. Zack. 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 Jetzt kommt hier der Fatz auf links. Da habe ich nämlich mal einen Tipp bekommen, den gebe ich jetzt gern weiter. Ich habe schon gerade vergessen, warum, aber ich muss den Fatz einfach nochmal lesen, dann kann ich es euch erklären. Ja, das muss das Passiv sein. 70% Chance, die Folgeaktion auszuführen, wenn dieser Charakter sein Spezi verwendet. Säubert die neueste. Ja gut, jetzt weiß ich auch nicht, warum der links steht, ehrlich gesagt.
In der Def ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn in irgendeinem Turnier. Irgendwann war es mal wichtig. So, jetzt schauen wir nochmal auf den Gegner. Also wir haben Damage, wir haben Gelb vor allen Dingen. Brauchen noch irgendeine Sabotage. Irgendeine Sabotage. Dass die nicht auslösen. Oh, wir können da noch ein Ludwig-Team bauen. Welche Sabotage nehmen wir mit? Waddles können wir nicht. Macht zumindest wenig Sinn. Hänsel ist auch nicht so mega cool, weil wir schon grün haben. Welche Sabotage haben wir noch? Können Mysterio in der Theorie einpacken, der ist nicht so voll. Malosi macht in dem Team auch keinen Sinn. Hänsel. Ich hoffe. Wo ist denn der Proteus? Wo ist denn der Proteus? Habe ich den schon genommen? Oder habe ich den mehrfach übersehen? Da ist er. Ist nicht die beste Sabotage, weil erst wenn man voll ist, kann man nicht mehr stoppen. Kann nur stoppen, dass sie nicht voll werden. So, zack, zack, zack. So, da haben wir einen Dreier und einen Vierer dabei. Und danach bauen wir uns ein Ludwig-Team. So. Grün, lila ist schwer. Gelb ist auch schwer. Waterpipe würde ich auch nicht auslösen. Haben wir irgendeine Chance, Lila zu bekommen? So, zack. Voll ist sie? Ja, ist voll. Shit. So. Schieben wir den Spaß mal zusammen. Perfekt. Auch einer weniger mit Minions. Das heißt, kriegen auf jeden Fall was weg. Ah, schade, dass der Death Down nicht funktioniert. Mal erstmal eine Seite. Machen wir so. Vielleicht kommt Grün nach. Oh, perfekt. So, was bringt denn jetzt extrem viel, wenn wir es bekommen? In der Theorie lila. Ah, das ist jetzt blöd. Müssen lila voll kriegen. Zack. Gelb. Und ist gut, dass der Fatz an war, ansonsten hätten wir jetzt ein Problem bekommen. So, jetzt brauchen wir Ludwig. Mal gucken, was wir in den Ludwig mit reinnehmen. Ludwig gegen Ludwig ist doof, außer wir finden noch irgendwas, was glänzt. Ludwig. Wir haben noch richtig grünes Brett eigentlich. Wir haben noch ein grünes. Ludwig. Zack, zack. Und noch zwei Saboteure rein. Was hat denn das Team? Eigentlich brauchen wir fast einen Cleanse. Brauche eigentlich fast was zum Glänzen.
Ich habe eine Idee, was wir machen können. Zack. In der Theorie. Okay, warte mal. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Nee, die Mutti nimmt, macht keinen Sinn. Mutti macht keinen Sinn. Das macht Sinn. Das gibt die 30. Und dann geh mal rein. Dann gehen mal rein. Blau sieht jetzt nicht so geil aus, lila auch nicht. Gucken, ob hier gelb irgendwie nachkommt. Leider nicht so, wie wir es gerne hätten. Kommt auch nicht gelb, wie wir es gerne hätten. Es ist gerade schon minimal belastend. Ja, jetzt haben wir zumindest Lila bekommen, wie wir es gerne hätten. Da kriegen wir unseren Spott an. Und die Justiz ja alleine, die wird uns nicht aufhalten gegen den Spott. Das ist schon mal gut. Gelb hätte ich jetzt gern, dass er nicht nochmal auslöst. Ah, das ist perfekt gerade gelaufen. Das ist perfekt gelaufen. So, zack. Jetzt gucken wir mal, ob das reicht für ihn. Wenn ja, dann machen wir den mal. Warte, das ist doch der Kleine, oder? Ja, egal. Machen wir trotzdem. Perfekt gelaufen. Oh. Also wäre sie jetzt noch am Popo gewesen, das wäre ja perfekt gewesen. So, zack, das wieder an, das wieder an. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, vielleicht holt sie jetzt was zurück, aber das wäre nicht schlimm. Das wäre nicht schlimm. So. 105% Angriff, okay. Dann machen wir hier nochmal an, dann machen wir das und dann holen wir uns die blauen auf der Seite nochmal ran. Zack, holen uns die gelben ran. Wenn sie überhaupt noch notwendig ist. Die Ente. So, zack. Sehr schön. Und jetzt können wir noch ein Team bauen, wo wir kurz überlegen müssen, was wir bauen. Wir können grün noch ein dickes Stack bauen. Wir können noch den schwarzen Ritter nutzen. Wir könnten noch rot noch ein Stack bauen. Aber ich glaube, wir bauen grün. Mickey. Das sieht sehr passiv aus, aber ist halt ohne Sabotage. Müssen wir noch mal schauen. Zack, zack. Grün. Was haben wir noch an Sabotageakten? Das ist erstmal ein Safe. Müssen wir einen Spott verhindern? Das kann Grace. Was noch? Was macht er eigentlich? Lakaien und Fiends. Brauchen dicke Heilung. Kleiner Hinweis, wer denkt jetzt, mit Raffaele kann man super Fiends wegheilen? Nee. Kann man nicht.
Die 50%, der hier bis zu 50% löst das nicht aus. Ja, macht er nicht weg. Da haben wir genug Heilung. Jetzt haben wir noch irgendwo eine Sabotage. Nehmen wir einen Hänsel noch mit. Oder den Little John. Wie lang hält der Spaß nochmal? Drei Züge. Gucken wir nochmal, ob wir vielleicht was Besseres haben, was wir mitnehmen könnten. Zweite Grace. Kadilen. Eigentlich auch schade um Ariel, ehrlich gesagt. Jo, probieren wir es mal so. Was wir auf jeden Fall kriegen, ist unseren Ritter. Ich hätte Overheal mitnehmen sollen. Ist aber okay, wir haben Grün durch Glück früh zusammenbekommen. Und das sieht ganz gut aus. Für Nummer 6. Wir warten noch eine Runde. Da geht ihr Stack nämlich noch mal höher. Und bumm. Jo. Das war Nummer 6. Das war schöner Weihnachtsrush, muss ich sagen. Hätte ich mal vorher gerechnet. Glückwunsch, Ezio. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch frohe Feiertage und ja, macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.